Ich meine, Ja, die US-Armee letztendlich, hat sowieso eine ne, sie ganze Menge bekommen, Geld, ne? ja Um ihre eben. eigenen Soldaten zu Ich meine, schulen. Die ganz haben im sie ja sowieso Ernst, sie ohnehin bekommen genug, ne? Sold. Wer bekommt Sold? Ja. Soldaten, Söldner, das ist, glaube ich, wieder irgendwo, ne, so Ja, letztendlich jede ist ein, Berufsarmee ist am Ende eine ja Söldnerarmee, eben, ne? ne, so bloß weil unter dem Deckmäntelchen der allgemeinen Vertretung dann halt ein Staat sich das Recht nimmt, eine Armee zu führen, aber eben dann halt auch immer im Interesse derer, die oben das Kommando geben. Ne, ist ja nicht so, als würde jeder Soldat dann nach eigenem Ermessen dann das tun können, was er für sinnig und richtig befindet. Ne, letztendlich ist es immer noch die Befehlskette, die zu befolgen ist. Ja, es ist das, das Autoritäten, Ja. ne? Das. Ja, die Menschen kennen das ja nicht anders. Und dann ist das halt eben, dann ist das halt auch nicht verwunderlich, dass da im Moment halt sehr viele Leute bei sind, die schon sehr wohl mitbekommen haben, dass das da irgendwo, dass da irgendwo nicht so alles ganz so schlüssig Funktioniert, ist und vor allen Dingen halt in dem System, wo Rückfragen nicht wirklich gefragt sind, ne, und ja. Die gern Menschen merken gesehen. das ja, die werden in der Sache. Ja. Die merken, dass aber was im Busch ist. Und das ist natürlich, geht das auch an denen nicht vorbei. Es gibt zwar einige Also. mit der rosa Brille, die sie nicht abnehmen und Ja, die merken das auch nicht. Die merken den Wandel nicht, die brauchen wir auch nicht. ja. Wir brauchen die Leute, die wirklich Im was verändern Moment wollen, brauchen wir einfach die nur, also aktiv wir sein möchten. brauchen Ne? gar keinen, sondern es sind ja genug Ja. da. Es ist halt im Moment, was jetzt im Moment in diesen Tagen, so Ende Februar zählt, ist, diese Leute einfach aufeinander aufmerksam zu machen, darauf aufmerksam zu machen, dass es sinnig ist, sich gegenseitig zu bewerben, damit wir wirklich mal eine Masse bilden. Also wir sind eine Masse, aber wir sind ein Klumpen. Die ganze Masse ist verstreut in kleinen Klümpchen irgendwo über die ganze Welt verteilt. Und wenn diese Masse sich mal an einem Ort, nämlich im Internet, Ja, einfach nur das ist das Medium, was wir gänzlich nur nutzen können. Ne? zusammenrauft zu einem großen Klumpen, dann wird man definitiv sehen, wie viele wir sind. Das ist eine Menge. Das ist eine Riesenmenge. Und Das ist wirklich eine noch Menge, Leute. können wir das. Ja. Noch ist das Internet frei verfügbar. Wir sollten das nutzen, solange das da ist. Aber ne, das tun ja im Moment sehr viele. So, ich weiß nicht, wie viele Leute mittlerweile diese Videos gucken und andere Videos, wo dann halt, ne, ich sag ja auch immer, wir uns gegenseitig bewerben. Das ist jetzt hier in dem Moment, wo ich jetzt hier rumfahre und andere Leute halt einfach filme und gar nicht erst sage, hört denen zu, sondern halt es Ja, wir direkt reden umsetze einfach, und sag, ne? erzähl und ich setze es dann ins Video, damit die Leute zuhören können. Und ich, ne, das ist halt direkt die Werbung umgesetzt. So. Die Leute kriegen direkt das Produkt, ihr könnt direkt zuhören. Ne, und das aber, ne, Tommy ist nur einer hier, dem es sich lohnt zuzuhören. Und es gibt halt wirklich viele und das macht schon irgendwo im Moment schwer den Eindruck, als würden das viele Leute kapieren. Ja, Ne, und das merken. dieses Via-Netzwerk ist halt eben auch schwer im Kommen, hat das auch begriffen, dass die Netzwerkvernetzung wichtig ist. Ne, dass wir genügend Leute haben, nur halt eben, ja, uns nicht wie eine Masse fühlen, weil die meisten sich noch irgendwie allein fühlen. Ne? Ja. Also bei vielen ist das halt immer noch so, dass die dann da sitzen und denken so, Scheiße, ey, keiner weiß, wo der Hase langläuft, nur ich. Und ich bin hier Ja, aber irgendwie was? meine eigene Enklave in einem Haufen von absoluten Zombies und Vollidioten und keiner kapiert, was ich sage. Und die kommen dann, ne, ich kenne ja die Reaktionen, wenn die dann halt bei Nuera oder wir oder was weiß ich, also ich kenne es halt von Nuera, wenn Leute dazu stoßen, die sich dann erstmal total erleichtert bedanken, dass wir da sind und sie jetzt irgendwie auf jeden Fall weiß, dass sie da nicht mehr oder er dann allein ist mit seinem Gedankengut so. Ja, was man den Leuten vielleicht auch noch sagen könnte, das wäre so diese ganzen Teamspeak zum Beispiel oder Skype, was wir haben, Ja. oder Mumble hat, wie Ashish, glaube ich, hat Ja, Mumble. genau. Auf meiner Seite, wir nutzen da Teamspeak zum Beispiel. Leute, besorgt euch ein Headset, kostet nur 9 Euro oder selbst 5 Euro, Echt. aber für 9 Und Euro, 10 nutzt Euro gibt es Skype was und Vernünftiges Teams. Also und dann setzt ich euch habe das Ding wirklich innerhalb auf, von einem halben Jahr loggt weiter 200 ein Kontakte da drin und ihr gehabt. seid Ey. nicht mehr alleine. Hammer. Also man hat Und hier jeden man Tag, er hört das produktive Piepsen hier. Blöp, Gespräche, blöp macht es hier die ganze Zeit richtig in im Antwort. Forum, wo es Ja, halt ewig es dauert, bis ist immer immer einer jemand da. antwortet. Da gibt es die ganzen Trolle und Genau. die gibt es da nicht. Da sind wirklich nur noch Leute, die produktiv auch was machen, aktiv Ja, sind. und wenn, also im Und man kann Skype macht reden, dich ne? keiner an, so, da Ja. lässt du dich nicht an, weil du klickst weg und gut ist, fertig, so, ne, also, das sind halt so, die Leute kommen langsam auch wirklich darauf, dass man also allein eigentlich nicht mehr sein kann.
Und den Rest, den finden wir jetzt durch diese Videos und all das, was wir im Moment so machen, auch noch. Und dann wird das, glaube ich, nicht mehr lange dauern, bis die Uhren ein wenig anders ticken. Und jeder, der irgendwie online schon mal spielt, wir haben bei uns auch im Teamspeak ja auch Game-Channels, wo dann die ganzen Gamer drin sind, weil die wollen am allerwenigsten, dass das Internet abgeschaltet wird. Ja, also man so mal Vorrang. In der Elektronik Sports einfach nur noch rausposaunen, dass wir unterwegs sind. Das ist das Einzige, was die Leute, es hat begonnen. Wer dabei sein will, wer irgendwie sein ganzes Leben lang drauf gewartet hat, dass irgendwas passiert, wo man sich anschließen kann, damit man eine Veränderung, eine wirkliche Veränderung herbeiführen kann. Es hat begonnen. Ich glaube, die ESL hat 2 Millionen Mitglieder. Das ist schon eine Menge. Es gibt so extrem viele Netzwerke. Ja. Ey, man braucht sich einfach nur ein passendes auszusuchen. Wem nur Ära nicht gefällt, der soll einfach woanders hingehen. Hauptsache ist dabei. Jo, erfährt sich scheißegal. Ne? Ja, genau. Auch nur bei Infokrieg im Forum was steht oder so. Also okay, das ist momentan down. Ja. Aber woanders, also das wird so schnell auch weiter getwittert, wie auch immer. Ja, genau. So, und das sind halt auch diese Möglichkeiten, die wir auch haben, so, ne? Wir haben gestern noch drüber gesprochen, Ursula hat ja sowieso die ganze Zeit, als ich mit Twitter anfing, war Ursula ja dabei, ne? Das war ja so, weißt du noch, beim Jesse, da hatte ich dann mich aufs Klo gegangen, hatte eine Zeitung dabei und da stand dann halt ein Artikel über Twitter drin und dann habe ich mir irgendwie gedacht, so, Mensch, bist du blöd. Ja. Ich wusste eigentlich gar nicht, was Twitter genau ist. Ich wusste nur, dass das extrem gefährlich ist für Leute, die was zu verbergen haben. Weil, ne, was einmal auf Twitter ist, ist im Internet. Sprich, für jeden verfügbar. So, und das gilt halt für alle anderen Dinger da auch. MySpace und bla bla und Facebook und, ne, die Frage ist natürlich berechtigt, warum sitzen die Leute da und schreiben darüber, wie das Wetter gerade ist oder was weiß ich für einen Schwachsinn, was da an unwichtigen, belanglosen Sachen hin und her getwittert wird, wenn es mittlerweile halt eben so immens hilfreiche Dinge gibt, die man sich wissen lassen kann. Ja. Ne? Und das ist dann halt eben das, wo ich halt einfach weiß, ja, das sind ja erst die Anfänge. Die Leute gewöhnen sich schon mal an den freien Austausch. Wenn die dann irgendwann auch mal was wirklich Sinniges zu sagen haben, dann werden die das tun. Jetzt, ne, das ist jetzt bestehen diese Möglichkeiten. Jetzt hat jeder, der Twitter, Facebook oder sonst irgendwas hat, die Möglichkeit, darauf hinzuweisen, dass hier gerade eine Wahnsinnsbewegung in Marsch gesetzt worden ist, die für Spaß steht, die für Freiheit steht, also Freiheit nicht unbedingt, wie gesagt, immer in dem Sinn, ich kann tun und lassen, was ich will, scheißegal, sondern das geht irgendwie dann quasi einher. Vor allen Dingen geht es um sorgenfrei, um frei von Kummer, frei von Leid, frei von Geldsorgen und anderen Sorgen und eine wirkliche Freiheit, sich wohlfühlen den ganzen Tag über und das halt im Einklang mit allen anderen, die zur Verfügung stehen, das alles machbar zu machen, statt gegen die zu arbeiten. Ja. Das sind so diese Sachen, die sich im Moment halt durchsetzen. Und wenn die Leute das begreifen, dass das abgeht, dann werden die immer mehr. Ich meine, man sieht das ja jetzt auch hier so, die Piratenpartei, die hat ja auch ganz gut Follower. Ja. Und die haben da halt auch, ne, ich habe den hier #Piraten, der ist bei mir auch im Deck. So, da gucke ich halt auch ganz gern schon mal nach, weil ich einfach da weiß, okay, das sind auch alles Leute, die was ändern wollen, die jetzt natürlich durch die Piraten wieder genau das Problem haben, was sie halt eben über Verdi oder Attack oder wo ich es halt alles so rausgefunden habe, dass sie unterwandert werden, was ich also selbst am eigenen Leib quasi schon mitbekommen habe, so, weil ich da halt, ne, wie gesagt, ich habe halt auch meine Erfahrungen. Das Problem ist, dass da draußen wirklich Millionen von Menschen sind, die gerne was ändern würden, die irgendwem hinterherrennen, der verspricht, es wird besser. Und ja, diese Leute, wenn die groß genug werden, dann werden die unterwandert vom Verfassungsschutz, der dann dafür sorgt, dass die hübsch weiter denen auch hinterherlaufen, aber da nicht mehr ansatzweise möglich ist, dass die irgendeine Veränderung herbeiführen können. Und genau das ist das Ding. So, und das ist halt nämlich, wo das merkt, dann ja, genau. So, das Ding ist, der Verfassungsschutz ist bei uns ja auch schon längst drin. Der hat uns ja, wir haben ja längst mit dem die ganze Zeit zu tun. Das Ding ist, wir wissen das. Ja. Und die wissen es nicht. Die glauben das lieber nicht. Die wollen ja natürlich sich nicht unterstellen lassen, dass die denen, die hinterherlaufen, irgendwie vom Verfassungsschutz beeinflusst sind oder so. Das ist extrem. Ja, man merkt das aber schnell, wenn sich was
Ja, ja, ne, wenn man das, ne, das ist halt eben das Ding, so wenn man weiter auf irgendwelche